gleich nochmal ein weiterer Test, vor allen Dingen um zu prüfen, ob auch die anderen Spiele aufgenommen werden können. Und zudem habe ich nochmal ein bisschen an der Optimierung der Audioqualität gearbeitet. Ich hoffe, man hört es einigermaßen vernünftig. Tastatur ist immer noch laut, lässt sich leider nicht ändern. Aber wir schauen einfach mal, ob das funktioniert. Mal erstmal ein anderes Profil nochmal anlegen. So, zack. Ja, passt soweit. Zack. Weiter. Bam, und los geht es. Bereite dich vor. Ich habe mich vorbereitet. So gut wie noch nie. Ziel des Spiels ist, auf die andere Seite von diesem Ding da oben zu kommen. Und die Gegner versuchen natürlich, das zu verhindern. So. Komm mal her, ja. Asteroiden sind im Weg, Gegner sind natürlich im Weg. Und man muss gucken, dass man den Gegnern ausweicht. Ist eigentlich ganz einfach, das Spiel. Macht eine ganze Menge Laune. Ah, bam, 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 bam. Zack. Alle kriegt man natürlich nie am Anfang. Man hat natürlich auch immer dann die Möglichkeit, sein Schiff, seine Waffen alles zu upgraden. Ah, hier noch ein paar. Ganz oben am oberen Bildschirmrand in der Mitte sieht man seine aktuellen Punkte, sein aktuelles Einkommen, was man bisher erzielt hat. Und links sieht man seine Schiffsenergie, rechts sieht man seine Schiffslebensanzeige quasi. Und links und rechts sieht man dann noch so ein bisschen, was da so hinterher zuckelt. Das sind von den Waffen die Anzeigen. Gesteuert wird mit der Maus. Bewegung ist klar. Maustaste drücken, schießen. Rechte Maustaste schießen ist Rakete. Ja. Ersetzt sich später aber durch auch reguläre Waffen, weil es einfach mehr bringt. Zack. Man hat nämlich nicht unbegrenzt Raketen. So, ein paar gibt's noch, aber... Rakete erkannt. Sind halt nicht so ganz geil, diese Raketen. Da gehört, die schießen auch mit Raketen. Zack. Ganz am Anfang muss man noch so ein bisschen aufpassen. Man kriegt immer so ein bisschen Lebensenergie abgezogen, aber im Grunde genommen ist nicht weiter schlimm. Da sieht man die Auswertung. Weiter. Kann dann hier gleich weitermachen. Und natürlich erstmal in die Schiffswerft. Hier kann man sein Schiff quasi reparieren und upgraden. Gibt verschiedene Modelle, die natürlich oben immer verschiedene Eigenschaften haben. So, weiter, weiter, weiter. Das ist alles ganz schön, das kann ich mir alles noch nicht leisten. Aber ich kann mir hier auch noch Dinge kaufen und upgraden und quasi dieses hier kaufen dann entsprechend. Hat dann auch verschiedene Eigenschaften. Über Info kriegt man dann so ein bisschen Infos, was die Dinge im Detail dann haben, diese ganzen Dinge. Natürlich hier. Ja. Ist natürlich so das erste Schiff. Bewaffnung ist noch ganz wichtig. Ich hatte ja schon gesagt, das Ding schmeiße ich raus. Und kann ich es mir schon leisten. 300, ja. Firebird oder Meteor. Ah, Firebird. Hier kommt eine Firebird rein. Hier kommt noch ein Firebird rein. Hier kommt noch ein Firebird rein. Das Ding fliegt noch raus. Zack. Das Ding fliegt noch raus. Zack. Jetzt ein bisschen eng, glaube ich, mit der Bewaffnung, mit der Lebensenergie, mit der Schiffsenergie, aber man sieht oben, es geht weg, aber die Dinger haben wesentlich mehr Bums und das ist meine Standardeinstellung von den Schiffen her. Macht wesentlich mehr Spaß mit diesem Gerät. Noch habe ich nicht genug Schiffsenergie, dass ich damit richtig vernünftig Dauerfeuer machen kann. Aber nach dieser Runde kann ich mir das dann leisten. Noch lädt sich die Energie selbst auf. Das liegt, die Schiffsenergie, die Lebensenergie, das liegt ganz einfach daran, dass ich ein Modul eingebaut habe, gerade in dem Schiff, dass die Hüllenenergie sich da quasi immer wieder neu auflädt. Werde ich auch noch ändern, da gibt es noch ein Kraftfeld, da braucht man sich dann nicht mehr drum zu kümmern, dass sie schießen, da muss man nur auf die Raketen aufpassen. Und es hat halt wesentlich mehr Power alles. Braucht natürlich entsprechend mehr Leistung, mehr Energie. Man sieht es, das oben ist fast schon weg, lädt sich zum Glück immer schnell wieder auf, aber längerer Dauerfeuer ist wirklich nicht möglich damit.
So. Ich sehe gerade unten die ganze Zeit die Audio-Aussteuerung. Das übersteuert gerade die ganze Zeit. Ich glaube, das ist nicht so ganz geil. Ein bisschen was dran arbeiten, aber dann sollte das auch klappen. So, das dauert da immer so ein kleines bisschen, bis die Schiffe dann da sind. Immer so eine kleine Ruhephase am Anfang, dass sich die Energie so ein bisschen aufladen kann wahrscheinlich. Und dann geht's weiter. Zack. Zack. Ah, da. Also wie gesagt, diese Waffen, das ist echt so das, finde ich zumindest Nonplusultra. Auch die späteren Gegner sind problemlos damit erledigbar. Weil sie halt einfach ziemlich viel Power hat, diese Waffe. Was man so ein bisschen sieht, wenn ich mich mal treffen lasse hier. Jetzt geht die Schiffsenergie schneller runter. Wenn es denn später wieder aufgeladen ist, Schiffsenergie wird so ein bisschen verteilt. Kostet dann ein bisschen mehr. So, weiter. Weiter. Jetzt, kurz mal orientieren, Schiffswerft. Ich brauche nämlich mehr Power. So, mehr Power kriege ich hiermit. Nuklearreaktor. Der ist noch ein bisschen zu teuer, aber der Nuklearreaktor ist ausreichend. Da habe ich dann genügend Energie mit. Wie gesagt, Energie quasi hier, diese Aufladungsrate 50 Einheiten. Alles, was ich mache an dem Schiff, verbraucht Einheiten. Das Aufladen zum Beispiel braucht 10 Einheiten pro Sekunde. Das Schießen, das steht bei der Bewaffnung mit bei. 5 Einheiten je Schuss, Hüllenschaden, und wenn man sich dann die Infos von diesem Ding anzeigen, ja, da oben, anzeigen lässt, dann sieht man dann hier Energieverbrauch 1,5 Einheiten pro Schuss. Müsste alles zusammengenommen, muss drüber sein über der Leistung. Ich kann das nochmal kurz zeigen, jetzt mit der verbesserten. Bereite dich vor. Oben, es lädt immer noch auf. Und gleichzeitig wird es eben nicht mehr. Ups. Moment, ich komme nicht mehr rüber mit der Maus. Ach, das ist doch doof. Na, wieso komme ich denn da jetzt nicht mehr rüber? Also man sieht's, so ganz bugfrei ist es leider noch nicht mit dem Aufzeichnen. Da muss ich noch mal ein bisschen was dran machen. Ich hätte sonst noch eine Runde zu Ende gespielt, aber ich denke mal, so ist auch ganz in Ordnung. Ja, war dann erstmal das zweite Video. Ich hoffe, die Qualität ist ein bisschen besser und ein bisschen besser abgemischt, was die Lautstärke angeht. Am Übersteuern, was man so ein bisschen hört wahrscheinlich, da muss ich noch ein bisschen was dran tun. Ansonsten war's das erstmal wieder. Tschö!